Tasmania gegen den BRK im Stadion Lichterfelde. Ein Duell der Enttäuschten. Tasmania, das Team von Thomas Franke, mit sage und schreibe 13 Niederlagen am Stück. Aber auch der Berliner AK, trainiert von Benjamin Duda, weit hinter den Erwartungen zurück. Es sind schon 16 Punkte Rückstand auf Tabellenführer BFC Dynamo. Duda erwartete nach der Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen Altklinike eine Reaktion von seiner Mannschaft, und der BRK begann stark in Lichterfelde. Die vierte Minute. Nada Jindawi kommt hier an den Ball, zieht in den Strafraum. Erste gute Möglichkeit. Kovac im Tor von Tasmania. Nada Jindawi mit der Kapitänsarmbinde. Fontaine saß zunächst nur auf der Bank und Kovac kann sich zum ersten Mal auszeichnen. Die Anfangsphase gehörte ganz und gar dem Berliner AK. Die Ecke von Ben Hatira, dann Senulau aus der Distanz und wieder ist Elvin Kovac da, pariert den Schuss von Erol Senulau. Tasmania, der Tabellenletzte, brauchte 10 Minuten, um den Respekt vorm BRK abzulegen. Da kommt Said, zieht ab aus 18 Metern, Pascal Kühn zum ersten Mal geprüft. Tasmania jetzt besser im Spiel, die 24. Minute. Polat, der ein gutes Spiel machte auf dem linken Flügel, Storm mit der Hacke wieder zu Polat. Den allerdings kann er natürlich effizienter abschließen, Serhat Polat. Die 32. Minute, Jindawi im Strafraum, da kommt Tamim, Elfmeter für den BAK. Das hat Nada Jindawi sehr, sehr clever gemacht. Schiedsrichter Richard Hempel zeigt auf den Punkt, weil Jindawi hier das Bein herausstellt, den Kontakt sucht. Elias Tamim mit dem Foul und Kadbo, der früh eingewechselt wurde für den verletzten Ben Hatira, mit dem 1:0 für den Berliner Athletic Club. Abu Bakar Kadbo sicher verwandelt. Viertes Saisontor für den Mann, der ein Länderspiel für Sierra Leone bestritten hat. Kakbo lässt Kovac keine Chance. Die 40. Minute, das Team von Benjamin Duda jetzt am Drücker. Freistoß, Senulau, da ist wieder Kakbo. Der war sehr, sehr schwer zu nehmen, dieser Ball für Abu Bakar Kakbo. Mit dem Schienbein trifft er die Kugel und dann nur die Latte. Beim BRK fehlten in der Abwehr Gjasula und Oschkenat, beide verletzt, dafür Bakar und Harand in der Innenverteidigung, und die hatten Abstimmungsprobleme. Hier, Polat ist da und nutzt den Fehler. 1:1, ein Tor für Tasmania quasi aus dem Nichts. Bakar und Harand können sich hier nicht entscheiden und Serhat Polat nutzt dieses Missverständnis. Drittes Saisontor für Polat. Der Ausgleich kurz vor der Pause. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Jindawi, der gute Meier mit der Hereingabe. Da ist Joel Richter und der zieht einfach mal ab. 2:1 BAK. Letzte Aktion der ersten Halbzeit. Joel Richter, der vor dieser Saison vom VfB Stuttgart kam, mit der feinen Einzelaktion. Der Ball für Elvin Kovac im Tor nicht ganz unhaltbar, auch wenn er ihn spät gesehen hat. 2:1 die Führung für den BRK zur Pause. Thomas Franke, der Coach von Tasmania, wechselte zur Pause dreimal. Drei offensive Wechsel, aber keine Wirkung, denn es spielte nach dem Seitenwechsel nur noch der BRK. Die 58. Minute, Richter hier im zweiten Versuch. Der Torschütze zum 2:1. Bei den Einfachen tut er sich ein bisschen schwer. Zunächst Senulau, der an Kovac scheitert, und dann Richter mit dem Nachschuss ganz, ganz frei, bekommt ein wenig Rücklage. Die 65. Minute, der starke Richter, diesmal als Vorbereiter. Auf der linken Seite, Pass auf Jindawi, und der scheitert an Elvin Kovac. Der neue Keeper von Tasmania stark auf der Linie. Minute 67, weiter Pass von Lemmel aus der eigenen Hälfte auf Joel Richter, der zieht in den Strafraum und sucht den Abschluss. 3:1 Berliner Athletic Club, Doppelpack Joel Richter, Saisontor Nummer 6 für den jungen Burschen, der mal 4 U-Länderspiele für Deutschland bestritten hat. Feine Einzelaktion, das 3:1 absolut verdient, denn der BRK
nach dem Seitenwechsel das deutlich bessere Team. Tasmania hatte nichts mehr hinzuzusetzen. Die Führung für den BRK hätte noch höher ausfallen können. Der eingewechselte Ulrich hier in der 81. Minute nur an den Pfosten. Von Tasmania kam nichts mehr. Der BRK zeigte die Reaktion, gewinnt souverän bei Tasmania Berlin. Erstmal bin ich froh und glücklich, dass wir mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Bei widrigen Bedingungen, eine Herausforderung, eine Challenge gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner. Und die angesprochene Widerstandsfähigkeit haben wir heute auf den Platz gebracht. Gegen das Ausgleichstor, gegen das Wetter, gegen den Platz. Und von daher zum ersten Mal in diesem Jahr mit 2 Toren Unterschied gewonnen. Das war heute auch der Schlüssel, dass wir vor dem Tor bei noch weiteren Gelegenheiten heute hier und da die richtige Antwort hatten. Die letzten Wochen haben uns sehr wehgetan. War nicht so eine leichte Rückrunde für uns, aber die 3 Punkte erleichtern uns auf jeden Fall. Ja. Natürlich tut weh, wenn man sieht, dass die Konkurrenz unten punktet. Aber ich habe schon letztes Mal gesagt, wir werden Gas geben, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Selbst dann geben wir noch Gas, sonst brauchen wir gar nicht mehr antreten. Ich denke, dass wir jedes Spiel versuchen, an unser Maximum zu gehen und gucken, was möglich ist. Schwere Zeiten für Tasmania Berlin. Der Tabellenletzte braucht für den Klassenerhalt ein kleines Fußballwunder.